Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren rattenverseuchten Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte rattenreiche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt dieses Spiel hier gewinnen für die PlayStation 5. Für was denn sonst? Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Warum rennt hier oben eine Ratte rum? Ich meine, hier oben? Echt? Naja, okay, es ist New York. Ich glaube, nirgendwo leben mehr Ratten. Na, vielleicht doch in Indien, ich weiß nicht. Ich glaube, Indien hat auch ein ganz schön großes Rattenproblem. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir müssen eigentlich rüberwechseln zum guten alten Crazy Pete. Aber hier unten, da brennt schon wieder die Hütte. Ah, wer hat dich schon wieder verlangt? Bam. Bam. Achtung. Hältst du dich für würdig? Ich halte mich für würdig, ja. Ich mach das für die Bürger von Manhattan. Bam. So. Oh, das ist auf der anderen Seite. Ich muss auf der anderen Seite rumjissen. Ich habe noch 1 Minute 15. Alles gut. Tauche unter Gegnern hindurch. Okay, dafür muss mich jemand, glaube ich, schlagen. Unten durch. Macht er nicht. Wow. Und jetzt habe ich erstmal ordentlich auf die Schnauze bekommen. Okay, das war kein gutes Experiment. Los, runter! Wow. Wow, dass ich noch am Leben bin, ist ein Wunder. Du da! Kann ich hier nicht packen? Nur ein Kratzer! Wow! Komm schon! Bam! Mir geht's nicht gut. Ich kann mich nicht mal setzen. Ach nein, der arme Mann kann sich nicht mal hinsetzen. Er muss liegen. Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Um die Ecke, Alter. Danke. Der ist so weit weg, den könntest du eigentlich direkt ins Krankenhaus schwingen, Bruder. Ich bin einfach ein zu freundlicher Mensch, ne? Spidey. Einfach zu nett. Einfach viel zu nett. Nur noch ein Stückchen. Noch ein kleines Stück. Halt durch. Halte durch, mein Freund. Oh, ich bin untröstlich. Bitte und schön. Endstation. Du bist hier in guten Händen. Danke. Ich mache es wieder gut. Irgendwie werde ich der Stadt helfen. Der ist schon wieder komplett verschrumpelt. Was ist denn los mit den Leuten hier in New York? Wäre mein Tag noch nicht schlimm genug. Ja, ich muss auch. Kann man den sehen? Warte mal. Nein, das hier. Guckt ihn euch an. Körper von einem 20-Jährigen, Haare von einem 20-Jährigen, Style von einem 20-Jährigen, ist aber in Wirklichkeit 96 Jahre alt. So, wir müssen Heilung der Welt machen. Also rüber zu Peter. Was hat ihr gerade gemacht? Mit irgendeiner Lady geflirtet? Hey Pete, kommst du zur Stiftung? Klar, ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super, ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut, ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Ja, wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Miles glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein Großwildjäger-Typ mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Na dann, Darling, hoffen wir mal das Beste. Haben wir eigentlich einen neuen, coolen Anzug, den wir uns gönnen können?
Alter, was ist das denn für ein Anzug? Kumo-Anzug. Scarlett. Ben Reilly. Was kostet dieser komische Anzug? Seltene Technikteile halt, ne? Den hier finde ich halt nice. Stadtmarken und ein bisschen Technik können wir machen. Das ist die coolste Variante. Obwohl, ich muss sagen, die hat auch ein bisschen was. Aber ich bleib bei der hier. Scarlet Spider-Man. Die Clone Wars von Spider-Man. Immer noch meine liebste Comic-Reihe im Spider-Man-Universum. Die würde ich gerne mal wieder lesen. Gibt es dazu ein Sammelband? Ich habe sie irgendwo in meinem Elternhaus. Ich sehe das Narrenfeuer. Wer will denn da ein Gebäude niederbrennen? Sieh mal, wer da in der Gegend ist. Flamme, hey, sieht was hat er das denn über dich sagen? So, was muss ich hier machen? Wurfobjekten. Ah, jetzt. What? Beide Spider-Dudes? Miles ist auch hier? Wie cool ist das denn? Habe ich irgendwas zum Werfen? Die ganze Zeit werfe ich und mache und tue. Jetzt ist hier so wenig los. So, den hätten wir. It's cloppery time. Ist der erledigt? Nö. Gute Arbeit, Kleiner. Ich sollte die Feuer löschen. Mir geht hier gerade ein bisschen die Spucke aus. Danke. Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Ein Spider-Mobil muss her. Immerhin gibt es dazu Spielsachen. Es gibt ja als Spielzeug ein Spider-Mobil. Ich weiß gar nicht, hatte Spider-Man jemals ein Mobil? Chief Clark, alles okay? Wir sind dabei, ein durch Sandmans Angriff beschädigtes Krankenhaus abzureißen. Aber die Trümmer sind den Technikern im Weg. Wenn du mit deinen Netzen das Gebäude eine Weile vor dem Einsturz bewahren könntest, wäre das eine große Hilfe. Auf jeden Fall. Danke. Wir arbeiten weiter, bis du da bist. Wir arbeiten weiter, bis du da bist. Ne, mach du mal. Gut, Leute, ich bin unterwegs. Spider-Man, flieg und sieg. In deinem Scarlet-Outfit. Oh, falsche Richtung. Foto. Keine Zeit, da drüben brennt irgendwas. Naja, oder stürzt ein. Sorry, Leute, wenn ich jemanden wegtrete... Ein kleiner Preis. Hier ist hier die Gegend immer noch sandig. Aber schon weniger sandig. Das ist echt cool, wenn das wirklich so nach und nach abgetragen wird. Das ist was ganz Besonderes. Hier drüben! Hey, Chief. Danke fürs Kommen. Also, was geht hier ab, Chief? Wie kann ich mit dir reden jetzt? Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der letzten platzieren. Nein, das Abrissteam ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Der Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Dann mal los, Kleiner. Mach Spidey-Daddy stolz. Spidey-Daddy. Okay. Peter ist cooler als Miles. Die Leute. Clark bringt sie raus. Wen mögt ihr lieber? Peter oder Miles? Also ich habe kein Problem mit Miles, ich mag den auch ganz gerne. Aber Peter finde ich irgendwie cooler. So, der ist markiert. Ist das ein Roboter? Hey, hier ist Spider-Man. Ich habe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man. Danke. Hey Clark, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt habe? Unser Team geht jetzt rein. Danke. Spider-Man ist da. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Boah, Ratten! Also, oha. Riesige New York-Ratten.
Dafür gespringen. Guter Zeitpunkt, um meinen Pulsstoß zu testen. Pulsstoß R1. Alter, das ist ja richtig geil. Was war das hier? So eine Deckenplatte oder eine Bürotrennwand? Irgend sowas in die Richtung. Einfach weggebamst. Ja, das ist so eine Deckenplatte. Oder mehrere sogar. Ich steck fest! Hilfe! Halt durch! Ich hol dich da raus! Spider-Bot ist der Beste. Danke. Hilfe, Nat! Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind bald bei dir. Es wird alles wieder gut. Danke. Vielen Dank. Hey, Clark. Du solltest gleich einen neuen Standort empfangen. Kam gerade rein. Wir brechen auf, sobald wir Mr. Bobleski gerettet haben. Wie ging gleich diese Atemübung? Einfach ein und aus. Das ist das, was du meinst. Ein und aus. Komm schon. Ist da jemand? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ich hol dich raus. Moment. Alles gut. Ich weiß genau, was ich tue. Ich bin Profi in so Sachen. Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Sie holen dich hier raus. Okay. Danke, Spider-Man. Sieht aus, als müsste ich nach oben. Dann testen wir doch mal, was mein neues Upgrade kann. Wehe, meine Versicherung übernimmt das nicht. Oh, cool. Der Spider-Bot nutzt komprimierte Luft als Antrieb für seine Sprungdüsen. Wenn der Luftvorrat aufgebraucht ist, wird er beim Landen wieder aufgefüllt. Hey, Clark! Hast du meinen letzten Standort erhalten? Bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man! Bin dabei. Gebe mein Bestes. Ich sehe Licht durch die Deckentrümmer. Wie komme ich denn aber da hoch? Boah, jetzt stecke ich fest. Spider-Bot! Aber da kann er nicht hoch, oder? Ah, das kann man auch nochmal zerschießen. Sah so kräftig aus. Und der Spider-Bot ist so winzig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er das alles nochmal zerschießen kann. Hilfe! Ich komme! Halt durch! Treibsand! So. Sollte reichen, um ihn rauszuziehen. Der Rettungswagen ist unterwegs. Alles okay? Mir geht's gut. Aber ich habe vor ein paar Minuten jemanden da vorne gesehen. Lila Jacke. Geh und hilf. Hey, Clark. Ich habe Ihnen einen neuen Standort geschickt. Aber der Mann hier sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Wirklich? Wir suchen niemanden mehr. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Wird gemacht. Lila Jacke. Hier ist keiner. Ja, aber vielleicht können wir hier noch durch, ne? Open. Ah, das wird ein bisschen knifflig. Das ist jetzt hier eine Nebenmission. Also für eine Nebenmission schon sehr, sehr cool in Szene gesetzt. Achtung, Spider-Botty! Flieg! Nice! Folge der Stimme. Wenn wir weitergraben, wird ja alles zusammenbrechen. Die Prophezeiung sagt, dass wir heute überleben. Du willst ein Anhänger der Flamme sein? Dann vertrau ihm! Anhänger der Flamme? Sobald der Verräter erledigt ist, verschwinden wir. Die Explosionen werden ihn begraben. Und die Beweise. Sie kann niemanden töten? Oh, wieder diese Flammenfreaks. Der Anhänger der Flamme. Wer steckt da wohl dahinter, hm? Ich hab doch schon mal gegen die gekämpft. Organisiert und fanatisch. Ja, das klingt echt sektenmäßig. Was ist mit dem Eindringling, der hier rumschleicht? Sie können uns nicht alle kriegen. Jetzt sucht nach Vorräten. Wir werden sie schon bald brauchen.
Die Kultisten der Flamme. Die Flamme ist enttäuscht von dir. Und die haben hier drin Verräter, den sie eliminieren wollen. Was machen die? Oh nein. Ich hab der Polizei nichts gesagt. Ich hab die Flamme nicht mal erwähnt. Ich wollte raus. Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Unter Schmerzen. Verschwinde hier! Ah, das Narrenfeuer. Die Prophezeiung besagt, es war... Na Jungs, ihr wollt ein bisschen Cloppery Time? Können wir haben. Das ist meine Prophezeiung. Endlose Kämpfe, Tod durch Gebäude, mir wachsen vier Arme und ich werde zur Riesenspinne. Das ist schon passiert. Interessanterweise. Oh, okay. Die Riesenspinnennummer ist nicht so abwegig. Komm schon, erstmal den Schützenhänden wieder weg, und die Nerven, wie gesagt, haben allermeist... Hat das wow. noch jemand gehört? Jungs, Mädels, das Gebäude stürzt so langsam Leute, ein. Können wir das nicht besser draußen? Geht es allen gut? Abgesehen davon, dass ich euch ausgenockt habe? Wir sind besser, als du je sein wirst. Die Flamme brennt ewig. Wer seid ihr überhaupt? Die Einzigen, die würdig sind, das Kommende zu überleben. Weg da! Bam. Zum Glück gibt's hier genügend Trümmer für alle. Ich erledige die Unwürdigen. Von oben bis unten. Jetzt bleibt kleben. Und kleben bleiben bitte. Dankeschön. Die Flamme brennt ewig. Danke. Und was bist du für eine? Na bitte. Hey! Dir hat nie gefallen, dass ich rauche. Yuri? Der Abschaum nennt mich Wraith. Passt gut, finde ich. Ich hab dich... Wo warst du? Keine Zeit. Was ist mit denen? Sie hatten ihre Wahl. Das wird ein neuer Rekord. Und niemand hat daran geglaubt. Yuri ist wohl abgehauen. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas Zeit nach dem Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Du brauchst definitiv mehr Augen, mein Sohn. Wraith heißt sie jetzt und Yuri ist nach der Nummer mit Hammerhead. Denn Yuris Geschichte und Spider-Mans Geschichte wurde ja in dem Hammerhead-DLC nochmal intensiviert. Und ja... Danach war sie fertig mit der Welt und jetzt ist sie selber zum Prügelmenschen geworden. Interesting. Very, very interesting. So, hier ist noch ein Kristall. Hey, wie geht's? Und der Sandburgenwettbewerb startet jetzt! Und nicht mogeln! Nicht mogeln, ja? Nicht moglin! Ihr musstet es euch ja schwer machen! Bams. Hier gibt es keine Sonderchallenge, ne?
Boink. Hast du schon? Nee. Da geht noch ein bisschen was. Huh. War wirklich ziemlich easy. Und MJ? Hören wir noch was von ihr? Knack und Back. Also sage ich den Polizisten, dass jemand hinter uns her ist. Aber sie hören mir nicht zu. Das tut nie jemand. Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Marco hat sich in den letzten Jahren zurückgehalten. Er hätte mir sagen sollen, dass er Ärger hat. Sieht aus wie so eine Geode, ne? Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Raft gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Kavall aus, aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst, mach weiter so. Werde ich tun, MJ, werde ich tun. So, was habe ich Neues? Anzugtechnologie. Fortbewegung. Längeres Gleiten. Let's do it. Der Kauf einer Anzugmodifikationsgruppe gewährt dir Zugriff auf beide Modifikationen der Gruppe. Pro Gruppe kann nur eine Modifikation aktiviert sein, aber Modifikationen können jederzeit getauscht werden. Oh, das ist praktisch. Das ist cool. Nehme ich mal hier das Ausweichen. Fertigkeiten. Auch schon wieder zwei Punkte hier. Was ist das hier? Oh, das ist auch geil. Und das hier? Oh, nehme ich auch mal mit. So, wie es weitergeht. Sorry, MJ. Jetzt kann ich dir zuhören. Sprich weiter. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit Gloria geredet habe. Feast wird morgen einen Spenden-LKW für Mays restliche Sachen zum Haus schicken. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin alles durchgehen kann. Kannst du das absagen? Ich verspreche, ich werde alles selbst spenden, sobald ich fertig bin mit allem. Ich ruf gleich an, aber mach dir nicht so viel Stress, Parker. Ich mein's ernst. Hey, du weißt, dass ich mich gerade viel lieber mit der neuesten Physikzeitschrift an dich kuscheln würde. Am liebsten mit der französischen. Manchmal bist du einfach zu romantisch. Wir reden später. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!